Talktreff. Hallo, hier bei uns beim Talktreff von Radio FH. Mein Name ist Rama. Die Welt wird immer bunter und diverser, ein lebendiges Panorama verschiedenster Kulturen, Identitäten und Lebenswegen. Wir leben in einer Ära, in der die Grenzen traditioneller Rollenbilder halt verblassen und die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten unsere Gesellschaft eben bereichert. Gender und Diversity, das sind die heutigen Schlagwörter oder eher Begriffe unserer heutigen Sendung. Und das sind nicht nur Schlagworte, das sind wirklich Pulse unserer Gesellschaft. In unserem heutigen Talktreff haben wir heute einen Gast, Dr. Birgit Schulte, und die hat ein Modul mit solchen Themen auf die Beine gestellt und sie wird sich heute erstmal vorstellen und uns mehr darüber erzählen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich hier reden darf. Ja, mein Name ist Birgit Schulte. Ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fachhochschule Südwestfalen hier in Meschede. Ja, und ich habe letztes Jahr das erste Mal dieses Modul Gender und Diversity gehalten. Woher kommen Sie eigentlich ursprünglich her? Kommen Sie aus Sauerland oder wie kam es zu Meschede? Nein, ich bin gebürtige Sauerländerin. Ich habe dann nach meinem Abitur eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht. Danach bin ich nach Paderborn gezogen zum Studium. Da habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Dann habe ich mich beworben, mehrere Male. Ich bin in der Zeit fertig geworden, wo eben sehr, sehr viele fertig geworden sind. 68er Jahrgang, das war so der Babyboomer-Jahrgang schlechthin. Von daher hatte ich immer sehr viele Leute um mich herum. Angefangen in der Grundschule, wo wir 36 Leute waren. Im Studium haben wir mit 1200 Leuten angefangen und der größte Hörsaal umfasste leider nur 300 Leute. Also es war eine nicht so schöne Studentenzeit, nicht so schön, wie ich sie heute empfinde, wo ich halt auf der anderen Seite stehe. Naja, und nach dem Studium habe ich in einem kleinen Unternehmen angefangen als Assistentin der Geschäftsführung. Da habe ich ein paar Jahre gearbeitet. Dann habe ich in meinem elterlichen Betrieb angefangen. Das war sehr gut vereinbar mit meinem Kinderwunsch. Ich habe dann zwei Kinder bekommen, habe aber die ganze Zeit weiterarbeiten können. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, im elterlichen Betrieb gut und schön, aber das war nicht so meine Kernkompetenz da und es hat mich auch nicht ausgefüllt. Und dann habe ich eine Ausschreibung von der Hochschule gelesen. Die suchten eine Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Entrepreneurship. Haben Sie dann bis zu dem Zeitpunkt noch in Sauerland, in Paderborn gelebt oder wie war das? Nein, wir sind nach dem Studium quasi zurück in Sauerland gezogen. Einmal umgezogen, aber im Prinzip wohne ich jetzt wieder in meinem alten Heimatort. Okay, und dann haben Sie die Ausschreibung gesehen und dann sind Sie dann quasi zurück nach Sauerland gekommen? Sie waren dann schon hier und haben dann hier angefangen. Mein Vater hatte ein kleines Bauunternehmen, da habe ich gearbeitet, habe quasi sämtliche Bürotätigkeiten gemacht. Aber das hat mich, nachdem die Kinder größer waren, nicht mehr so ganz ausgefüllt. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen und dann musste ich selber erstmal googeln. Entrepreneurship ist ja oder war damals noch nicht so ein beflügeltes Wort, wie es heute ist. Ja. Und im Grunde genommen suchten die genau das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, nämlich Management von kleinen und mittleren Unternehmen und durchaus in der Selbstständigkeit. Mein erstes Unternehmen war quasi ein Start-up, was wir von 5 Leuten auf 200 Leute großgezogen haben. Dann habe ich mich beworben und dann hat es irgendwie geklappt. Frau Schulte, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie in Paderborn studiert haben. Was genau haben Sie eigentlich studiert? Da habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Ganz klassisch mit 2 Vertiefungsrichtungen, Produktionswirtschaft und Personalwirtschaft. Also im Bachelor und im Master? Nein, ich bin noch eine Diplomkauffrau. Gab es ein Vordiplom und das Hauptdiplom. Genau. 9 Semester Regelstudienzeit. Mhm. Und Sie haben das dann quasi studiert gehabt, aber wie kam denn dann eigentlich die Idee, dass Sie dann wirklich Lehrbeauftragte sein wollen? Hatten Sie das schon bei jemand anderem gesehen in Ihrem Umfeld oder hatten Sie da irgendeine Inspiration? Nein, eigentlich hat da das Angebot die Nachfrage geschaffen, tatsächlich. Ja. Mhm. Also ich hatte ja gesagt, ich war erst in verschiedenen Firmen tätig, bevor ich in die Firma von meinem Vater eingestiegen bin. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Ich konnte das gut mit den Kindern vereinbaren, aber es war mir im Endeffekt
etwas zu wenig und dann habe ich einfach gesucht und dann kam diese Ausschreibung, weil die Fachhochschule die Lehrkraft für besondere Aufgaben suchte und dann habe ich gedacht, ja, ich probiere es mal. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und tatsächlich habe ich dann eine Zusage gekriegt. Also das war die erste Bewerbung nach 10 Jahren sozusagen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ja, teilweise euphorisch, wow, die wollen mich haben als Lehrkraft. Ja. Dann wieder total down, das schaffe ich im Leben nicht. Also ein Wechselbad der Gefühle. Ja, und dann habe ich den Job erstmal angefangen. Wechselbad der Gefühle, das, ich glaube, das beschreibt das ehrlich sehr gut, weil Sie haben gerade gesagt, Sie waren in einem elterlichen Betrieb, wo Sie das dann auch gut mit Ihren Kindern vereinbaren konnten. Und dann auf einmal wurden Sie jetzt zur Lehrkraft. Wie war das dann eigentlich? Also ich weiß nicht, ob die Kinder dann noch klein waren, aber gab es dann Probleme oder Herausforderungen bei diesem Wechsel? Ja, das war natürlich erstmal was ganz anderes. Das heißt, das hieß damals erstmal Arbeiten vor Ort und ein ganz, ganz anderes Arbeiten, nämlich Lehrveranstaltungen eigenmächtig vorbereiten und durchführen. Und na klar, da ist man erstmal ganz aufgeregt. Und mein Studium war ja jetzt auch schon einige Jahre zurück. Da musste man sich so richtig neu reinfuchsen. Und in welchem Jahr war das jetzt genau? Wo war der Wechsel? Im Jahr 2012. Ah, das war okay. Auch an sich kein Wechsel, sondern ich habe erst beides parallel gemacht, quasi halb im elterlichen Betrieb, 50% Lehrkraft für besondere Aufgaben. Aber dann kam es ziemlich schnell, dass mich der Job doch sehr stark eingenommen hat, zumal dann auch noch dazu kam, dass ich promovieren wollte, also meinen Doktor machen. Und dann habe ich mich aus dem elterlichen Betrieb verabschiedet. Ich bin da immer noch Gesellschafterin in der Eigentümerfunktion, aber nicht mehr im operativen Bereich tätig. Also Sie waren dann eine Zeit lang in Ihrem elterlichen Betrieb, waren dann halt auch noch Lehrkraft und dazu noch eine Mutter von 2 Kindern. Haben Sie da vielleicht irgendwie Tipps, wie Sie das Ganze eigentlich gemanagt haben? Also wenn Sie jetzt zurückblicken, was geht Ihnen dann so hervor? Wie haben Sie das Ganze quasi geschafft? Da wir in meinem Heimatort waren, hatte man natürlich ein sehr, sehr großes soziales Netzwerk. Also meine Eltern lebten damals noch und ohne die wäre es auch gar nicht gegangen. Ne? Ja. Wenn die Kinder dann aus der Schule kamen und niemand ist da, da hatte ich eine sehr, sehr bequeme Position an der Stelle. Also die soziale Unterstützung war da. Genau. Und Sie hatten anfangs jetzt schon gesagt, Sie sind Lehrkraft für besondere Aufgaben. Was heißt das eigentlich? Ja, das ist ein sehr, sehr sperriger Begriff. Ja. Lehrkraft für besondere Aufgaben. Also man unterstützt den Professor in der Lehre und in der Forschung. An sich, der amerikanische Begriff wäre Assistant Professor. Das beschreibt es meiner Meinung nach am besten. Und je nach Bundesland sind das auch andere Bezeichnungen. Also man hat vielleicht schon mal vom Akademischen Rat gehört oder so. Also Hintergrund ist eigentlich, dass ich selbstständig Lehrveranstaltungen konzipieren und durchführen kann und niemanden fragen muss, ist das so richtig oder nicht. Also da bin ich sehr eigenständig. Verstehe. Und war das beim Modul Gender und Diversity ebenfalls so? Ja, das war ebenfalls so. Also dieses Modul ist quasi ins Leben gerufen worden. Es wurde ja ein neuer Masterstudiengang konzipiert in der Wirtschaftspsychologie, Coaching und Change. Ja. Und Change hat ja immer was mit zukünftigen Trends zu tun. Und da sollte einfach adressiert werden, ja, wie bekommt man mehr Frauen wirklich in gute, qualifizierte Arbeitnehmerrollen. Aber Frauen greift es ja eigentlich zu kurz. Und dann kam der Begriff Diversity dabei, weil es geht nicht nur um Frauen, es geht auch um Mütter, die das Problem haben, Kinder und trotzdem arbeiten zu wollen. Es geht um die ganzen ausländischen Mitbürger, die alle in Arbeit kommen müssten. Gender und Diversity, diese Begriffe sind jetzt schon sehr oft gefallen. Frau Schulte, was bedeutet das eigentlich? Ja, ich denke, Gender ist jedem ein Begriff und Diversity heißt eigentlich nichts anderes als Vielfalt. Vielfalt in ganz, ganz vielen Ausprägungen. Und um das ein bisschen besser fassen zu können, gibt es ein Big-8-Modell, wo in einem Kreis, in so einem Regenbogen,
dargestellt wird, welche 8 Kerndimensionen Diversity einmal hat. Das wäre zum Beispiel die soziale Herkunft, die psychische und physische Behinderung, die transkulturelle Vielfalt, Generationenvielfalt, Gender, Religion, die Weltanschauung und letzten Endes die sexuelle Vielfalt und Identität. Ich finde, das Modell hat das auf jeden Fall sehr gut, sage ich mal, zusammengefasst. Also das sind echt wirklich Themen und auch in diesen Regenbogenfarben, so wie Sie das beschreiben. Und kann man dies dann auch wirklich als mögliche Unterthemen nehmen für Gender und Diversity? Ja, denke ich, in jedem Fall. Also das ist ein einfaches Modell. Es gibt ein noch komplexeres Modell, das sagt es vielleicht noch besser aus, weil es geht auch noch um veränderliche Merkmale. Also das wohl bekannteste Modell, das ist die 4-Ebenen-Klassifizierung von Gardenwarz und Rowe. Da steht im mittleren Kreis die Persönlichkeit, die mehr oder weniger unveränderbar ist. Dann kommt der 2. Kreis mit den eben genannten Kerndimensionen. Dann kommt der 3. Kreis, das sind so externe Merkmale, die zum Beispiel durch Sozialisation geprägt wurden, wie Beispiel Ausbildung, Wohnort, Religion. Das ist halt veränderbar. Und es gibt organisationale Merkmale, da kommen wir dann auf Diversity im Unternehmen, die sich durch die Zugehörigkeit zu einer Organisation ergeben. Der Arbeitsplatz, der Status in der Firma, die Funktion in der Firma. Und je weiter diese 4 Ebenen nach außen ziehen, desto veränderlicher und flexibler sind halt diese Dimensionen. Aber jede Dimension ist im Grunde genommen genauso wichtig wie die andere Dimension. Okay, und das waren jetzt sehr schöne Beispiele, sage ich mal, jetzt auch in der Theorie. Haben Sie vielleicht noch etwas in der Praxis, so ein Beispiel, dass man sich das quasi vor Augen irgendwie halten kann? Vielleicht hat man schon mal im Alltag sowas begegnet mit solchen Themen? Ja, in jedem Fall. Da denken wir mal ganz einfach. Es wird eine Versammlung einberufen und damit auch junge Eltern daran teilnehmen können, wird parallel Kinderbetreuung angeboten. Ja. Wäre ein Fall. Beispiel für ein Unternehmen. Alter ist ja auch eine Dimension. Es wird ein Betriebsausflug geplant, eine Wanderung. Und für diejenigen älteren Unternehmensmitglieder, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wird einfach ein Bus organisiert. Okay. Und was hat Sie eigentlich dazu inspiriert, sich mit diesem Modul oder eher mit dem Thema zu befassen? Also was für eine Bedeutung hat dieses Thema eigentlich für Sie? Also grundsätzlich bin ich ja tätig in der Vertiefungsrichtung Entrepreneurship und da verantworte ich das Modul Female Entrepreneurship und ich habe auch promoviert in dem Thema, wie man Frauen bestmöglich ausbilden kann oder wo es vielleicht an welcher Stelle Unterschiede benötigt, Frauen anders auszubilden als Männer. Deswegen bin ich in dem Bereich sehr stark involviert gewesen und ich nehme mal an, deswegen sind die Wirtschaftspsychologen auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht dieses Modul machen kann, was ich gerne gemacht habe. Weil ich liebe es, mich in neue Themen einzuarbeiten, um einfach neue Felder zu erschließen. Frau Schulte, wie haben Sie eigentlich das Modul Gender und Diversity konzipiert? Ja, das war sehr spannend, denn Diversity wird zigfach anders definiert, je nachdem, aus welcher Disziplin man kommt, aus dem Managementbereich, aus der Psychologie, aus der Soziologie. Also es war schwierig da, mich überhaupt erstmal reinzufuchsen. Dann habe ich gedacht, ja, am sinnigsten ist es ja, dass man selber erstmal ein Verständnis dafür entwickelt, was Diversity ist. Ja. Und es gibt Management Teaching Review, das ist ein wissenschaftliches Journal, was herausragende Lehrveranstaltungen herausgibt. Also das sind dann wissenschaftliches Journal, was belegt, wie andere Professoren Lehrveranstaltungen mit welchen Lernzielen und wie aufbereitet haben. Da habe ich mich mal umgeschaut und zu allen 8 Kerndimensionen Artikel rausgesucht, sodass ich für jede Kerndimension einen Artikel hatte. Und die Hauptarbeit war dann tatsächlich, die erstmal auf Tauglichkeit zu prüfen und ob man das verwenden könnte. Und dann habe ich überlegt, ja, am besten
lasse ich die Studierenden diese Diversity, diese Vielfalt selber erleben. Und zwar, indem ich keine Klausur natürlich schreibe, das machen wir in unserer Vertiefungsrichtung sowieso nicht, sondern jeder durfte sich nach seiner Fasson eine Diversity-Dimension heraussuchen, dazu ein Teaching-Review-Artikel und mal lesen, was könnte ich dazu beitragen, um meine Mitstudierenden zu sensibilisieren, genau, in dem Bereich. Ja, und so habe ich es dann konzipiert. Es gab eine Auftaktveranstaltung. Ich habe erstmal eine grundlegende Einführung gegeben, was Diversity ist, welche Maßnahmen dagegen bereits getroffen werden von staatlicher Seite, also so einen großen Rundumschlag. Und dann habe ich freigestellt, wer welche Dimension bearbeiten möchte. Und dann habe ich auch freigestellt, welche Artikel dazu verwendet würde. Und dann ist ein wunderbares, tolles Konzept raus geworden. Also Studierende erarbeiten für Studierende neue Lehrinhalte. Das ist auf jeden Fall eine sehr neue Vorgehensweise, vielleicht auch unüblich. Man kennt ja sonst immer nur diese Einzelpräsentationen oder Gruppenpräsentationen oder eben Klausuren. Und also so wie ich das jetzt verstanden habe, war das dann eben so, die haben sich dann ein Thema rausgepickt mit dem Artikel und haben dann selber quasi so eine Lehrstunde dann eben gehalten. Also die Studenten waren dann selber an dem Tag der Lehrbeauftragte oder der Dozent, könnte man sagen, oder? Ja. Fachbegriff Flipped Classroom, also einfach das umgedrehte, ja. Der umgedrehte Klassenraum. Und das hat auch einfach hervorragend funktioniert, weil die haben natürlich auch Vorgaben bekommen, wie sie anfangen müssen, also einen theoretischen Input, was sie da genau geben. Dann sollte eine Übungseinheit dabei sein. Also es wurde anhand verschiedener Kriterien definiert, was ich erwarte. Mhm. Und das wurde tatsächlich wunderbar von den Studierenden abgearbeitet. Für das Modul Gender und Diversity wurde als Prüfungsform eine Art Flipped Classrooms-Methode angewendet, wo eben die Studierenden dann eben selber quasi den Lehrbeauftragten oder den Dozenten gespielt haben und sich ein Thema bzw. ein Unterthema des Oberthemas Gender und Diversity ausgesucht haben und das eben vorgestellt haben. Frau Schulte, wie haben das eigentlich die Studenten aufgenommen oder wie haben Sie das eigentlich aufgenommen? Ich war am Ende des Moduls maximal begeistert. Warum? Weil die Studierenden maximal engagiert waren und ebenfalls maximal begeistert waren. Also es war ein rundum gelungenes Modul. Wir hatten ja die Portfolioprüfung angesetzt. Portfolioprüfung heißt, der Dozent bestimmt, was Teil der Prüfungsleistung ist. In diesem Modul waren das dreigeteilt. Einmal das eigentliche Referat an sich, die interaktive Übungseinheit und dann noch die Verschriftlichung der ganzen Lerneinheit am Ende in so einem Konzeptpapier. Und es ist einfach alles super gelaufen und das merkt man vor allen Dingen auch daran. Unsere Modulzeiten waren freitags nachmittags an sich von 14 bis 18, 19 Uhr. Wir hatten, ich glaube, sogar zwei Nachmittage, wo wir um 9 Uhr immer noch an der Hochschule saßen, wo dann der Sicherheitsdienst kam, weil um 9 Uhr ist eigentlich an der Hochschule Schicht im Schacht, wo der uns quasi aufgefordert hat, jetzt müssten wir aber mal Schluss machen. Und ich sage, ja, ein Viertelstündchen noch. Also wir haben diskutiert, wir haben die interaktiven Übungseinheiten ausgedehnt. Keiner hatte freitags abends den Drang, nach Hause zu fahren, sondern alle wollten eigentlich noch gerne weiter diskutieren. Und von daher fand ich meine Vorstellung, die Sensibilität für die verschiedenen Themen zu fördern, indem sie das selber sich mal erarbeiten für die anderen Studenten, es hat voll gut geklappt. Also die Studierenden haben dann in dem Sinne komplett die Verantwortung und auch den Freiraum bekommen, das selber auszuarbeiten. Und das ist eine sehr schöne Methode. Würden Sie das so noch weitermachen? Also wenn Sie das Modul, also ich weiß nicht, machen Sie das Modul dieses Semester auch? Ja, das ist ein Modul, das wird jetzt immer im Sommersemester angeboten. Ich würde das dieses nächstes Sommersemester nochmal in der gleichen Form machen.
Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich selber habe studiert unter nicht so guten Bedingungen. Die Bedingungen an der Hochschule sind einfach in Meschede hervorragend. Da ist man keine Matrikelnummer, wie ich es damals war, sondern die Studierenden sind in der Regel persönlich bekannt. Man hat ein sehr inniges Verhältnis zu den Studierenden und das sind einfach ganz andere Studiengangsvoraussetzungen. Und während ich damals einfach massenhaft in Schützenhallen verlegt wurde, um große Klausuren zu schreiben, ist es bei uns speziell in der Vertiefungsrichtung Entrepreneurship so, dass wir an dem Selbstbewusstsein des Studenten arbeiten, dass der kompetenzorientiert weiterentwickelt wird, dass der kein Problem hat, sich vor große Massen zu stellen, um Referat zu halten, sondern einfach wirklich dieses Selbstvertrauen zu sich findet, egal welche Aufgabe man ihm gibt, dass er die zu einem guten Ende bringen kann. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, diese Unterschiede zwischen Ihrem und dem jetzigen Studium, das beschreibt ja eigentlich auch ein Unterthema von Gender und Diversity, also der Kategorie Alter. Deswegen ist das echt sehr, sehr spannend. Gab es noch weitere Unterschiede, die Ihnen jetzt auffallen würde zwischen dem damaligen Studentenleben und dem heutigen? Ja, also wir hatten damals Massenvorlesungen. Ich musste morgens um 5 Uhr aufstehen, um 8 Uhr in einer Übung sitzen zu dürfen in Mathematik. Mathematik war damals und ist heute auch noch immer das Angstfach für alle Studierenden, warum auch immer. Und am besten lernt man in den Übungen, wenn es wirklich angewendet wird. Und wir waren so viele, wir hatten einfach gar keinen Platz. Und deswegen musste ich sehr früh zur Universität fahren, um da einen Platz zu ergattern. Das heißt, wenn man keinen Platz bekommen hat, musste man wieder zurück nach Hause? Ja, genau. Genau, ja. Vorlesungen hat man noch mittels Video nach draußen übertragen, aber das war auch nicht wirklich toll. Und Übungen, wer zuerst da war, der war zuerst da. Und diese ganzen Kapazitätsprobleme sind an der Hochschule in Meschede ja nicht vorhanden. Da ist jemand noch eine Person, die kennt man und das Student-Dozenten-Verhältnis ist einfach ein ganz anderes. Frau Schulte, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Haben Sie vor, noch weitere Module an der Fachhochschule Südwestfalen zu unterrichten oder gibt es aktuell schon Module, die Sie jetzt unabhängig von Gender und Diversity unterrichten? Ja, ich unterrichte natürlich viele Module. Da ist einmal Female Entrepreneurship, Unternehmensnachfolge. Ich bin bei den Maschinenbauern im Verbund tätig, auch mit Entrepreneurship-Modulen. Ich mache Projektmanagement und Managementkompetenz für Ingenieure. Also ich bin da ganz breit gestreut. Aber für die Zukunft würde ich mir tatsächlich ein Modul wünschen. Im Entrepreneurship-Bereich haben wir ja viel mit Innovation zu tun. Da gibt es den Design Thinking-Ansatz. Und tatsächlich gibt es in Stanford ein neues Modul, das heißt Design Your Life, also ein sehr, sehr persönliches Modul auch. Das wurde ins Leben gerufen von Bill Burnett und Dave Evans, die auch Design Thinking ins Leben gerufen hatten für den Managementbereich. Ja, und das Ziel ist da, die Studierenden vom Denken ins Handeln kommen zu lassen. Da wird viel mit positiver Psychologie gearbeitet. Und was ich halt momentan empfinde, durch die ganze Corona-Zeit hat sich das Hochschulleben doch stark verändert. Und mit diesem Modul, wenn ich es machen darf, irgendwann mal, würde ich das gerne ändern wollen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie sehr breit gestreut sind. Also sehr viele Module haben Sie da gerade genannt. Und wie schaffen Sie es eigentlich, da durchzublicken, wenn ich Sie da mal jetzt so ehrlich fragen darf? Also das sind so viele verschiedene Themen. Und wie schaffen Sie sich dann immer wieder in die Themen einzuarbeiten und das dann auch für die Studenten richtig rüberzubringen? Ach, ich will mal sagen, das ist der Erfahrungsschatz, den man mittlerweile hat. Ich habe 2012 angefangen, 11 Jahre Lehrerfahrung. Das war, am Anfang hat man erst nur ein Modul, dann zwei, dann arbeitet man sich ein drittes. Und ja, irgendwann hat man dann wirklich ein großes Repertoire und kann aus dem Vollen schöpfen. Ja. Und was wünschen Sie den Studenten hier in Meschede von der Fachhochschule Südwestfalen für die Zukunft? Dass sich das Studentenleben wieder mal ein bisschen näher annähert an das Leben vor Corona. Ich finde, da sind immer noch Defizite. Sie haben jetzt gerade schon die Corona-Zeit angeschnitten gehabt. Also wie haben Sie das damals eigentlich empfunden als Lehrbeauftragte? Das war schrecklich für mich.
als digitaler Dinosaurier, sag ich mal. Also ich finde, Präsenzlehre ist toll. Damals habe ich noch ABWL gelehrt, das waren die Großveranstaltungen, und auf einmal musste man die Studierenden motivieren, trotzdem mitzuarbeiten. Man hat vor einem großen Bildschirm gesessen und da waren 100 Kacheln mit irgendwelchen Namen, keine Gesichter dahinter. Also das war eine unglaubliche Herausforderung, wirklich da eine motivierende, gut strukturierte Lehre zu machen und dann auch noch aktivierende Lehrinhalte da zu präsentieren. Wie haben Sie das dann überwunden? Also Sie meinten jetzt, Sie kannten jetzt nicht so viel Technik vielleicht, also haben sich jetzt gerade so als Technikdinosaurier beschrieben, aber haben Sie dann durch diese Corona-Zeit auch mehr Skills lernen können? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich musste ja. Ja, ne? Man war darauf angewiesen. Klar, man hat sich da nochmal ganz neu in ein ganz anderes System einarbeiten müssen. Ja. Mit Erfolg natürlich. Ja, das stimmt. Sie haben jetzt gerade halt so eine bestimmte Herausforderung angesprochen, jetzt als Ihre Zeit als Lehrbeauftragte. Gab es denn ein positives, lustiges, spannendes, unvergessliches Erlebnis, was Sie mit uns teilen würden? Ja, also wir machen ja viele Exkursionen mit Studierenden, wenn es geht. Und eine Exkursion, da hatten wir ein interkulturelles Seminar in Bratislava. Da sind wir mit einigen deutschen Studierenden nach Bratislava gefahren. Und ich hatte ja schon gesagt, man hat dieses persönliche Verhältnis. Und natürlich geht man abends raus und feiert zusammen so ein bisschen. Und dann ist natürlich immer wieder der Gedanke, ach, die Frau Schulte machen wir mal ein bisschen betrunken. Und ja, dann gibt es ja die Trinkgewohnheiten, dass man mit diesen Energy Drinks und Sekt und ach, was weiß ich, ist nicht das, was ich gut vertrage. Auf jeden Fall, die Studierenden, die zechen dann ganze Nächte durch und stehen trotzdem morgens um 8 Uhr im Seminarraum und sind engagiert dabei, halten ihre Präsentation und arbeiten noch gut mit. Okay, so. Auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis mit den Studierenden, würde ich sagen. Dann war es das auch schon heute mit dem Talktreff mit Dr. Birgit Schulte. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren. Danke, dass ich hier sein durfte. Und das war es auch schon mit der heutigen Sendung. Nicht zu vergessen, das Modul Gender und Diversity wird jedes Sommersemester an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede angeboten. Und ich wünsche allen einen schönen Tag. Talktreff.